Galactic Civilizations habe ich viel und intensiv gespielt, habe ich geliebt. Auch der Nachfolger, Galciv 2, habe ich viel gespielt, sehr in mein Herz geschlossen. Und das hier, das ist jetzt der Nachfolger. Und er hört auf welchen Namen? Gut geraten, das ist Galactic Civilizations 3. Das Spiel, das erscheinen wird im Frühjahr nächsten Jahres 2015. Was ihr hier seht, das ist die Early Access Version. Die gibt es bereits auf Steam und die ist mittlerweile im Beta-Stadium angelangt. Einen Key für dieses Spiel habe ich bekommen, danke dafür, von den Entwicklern, die zugleich auch Publisher sind. Das ist die Firma Stardock in Michigan in den USA. 30, 40 Mitarbeiter stark, ein 1991 gegründetes Software-Entwicklungsstudio, was unter anderem aber nicht nur Computerstrategiespiele herausbringt. Eben diese Galciv-Reihe, das bekannteste Produkt, aber auch beispielsweise Sins of a Solar Empire und auch das zuletzt erschienene Rundenstrategiespiel, ein Fantasy-Spiel, das ich sehr hübsch finde, Elemental Fallen Enchantress. Und jetzt halt Galactic Civilizations 3. Und das möchte ich euch jetzt zeigen, zumindest einen ersten Eindruck davon. Es wird einen Multiplayer-Modus geben, den Einzelspieler-Modus, den zeige ich euch aber. Und vorab mal einen Blick in die Optionen, was es da so alles gibt. Die Möglichkeit, das Interface sich etwas größer anzeigen zu lassen, das finde ich immer sehr, sehr hübsch. Und sonst die üblichen Geschichten, die verschiedene Einstellungen, die man bei Grafik, beim Sound machen kann. Man kann das Intro überschlagen, dass das nicht abgespielt wird, kann das Format angeben, in denen Screenshots erzeugt werden und viele andere Kleinigkeiten kann man hier einstellen. Auch die Autosaves, wie viele hier erzeugt werden und vieles andere mehr. Im Einzelspielermodus unter New Game seht ihr jetzt eine Besonderheit dieser Beta-Version hier. Es fehlt einfach noch sagenhaft viel. Immer da, wo der Tooltip Coming Soon einblendet, ist das die Verheißung, dass irgendwann der Inhalt kommt, der jetzt hier noch ausgegraut ist. Das sind hier 4 der 8 Völker, die es im finalen Spiel geben soll. Die fehlen hier noch. Das sind die 4 auf der rechten Seite. Die 4 links, das sind die Terraner, also die Menschen, das sind wir. Dann die Drengin, eine sehr, sehr militärische Rasse, sehr angriffslustig. Die Altarianer, die gute Forscher sind beispielsweise, sehr schnelle Schiffe haben. Und es gibt die Iridium Corporation, das sind die Geldeintreiber, eine kapitalistische Fraktion. Und die haben alle passend zum Charakter dieser Völker bestimmte Boni in unterschiedlichen Bereichen. Auch da geben die Tooltips, die es überall und viel im Spiel gibt, sehr, sehr positiv Erklärung dafür, was das bewirkt in den verschiedensten, bei den verschiedensten Werten und Fähigkeiten. Und ich mache jetzt mal testweise hier die Terraner. Und es gibt im späteren Spielverlauf auch die Möglichkeit, also wenn die Beta-Version, wenn das Beta-Stadium absolviert ist und es zur finalen Version sich hinbewegt, die Möglichkeit, die einzelnen Fraktionen noch feiner abzustimmen. Also die individuelle Varianten zu machen und sich die Boni da selbst frei zuzuweisen. Gibt es aber hier noch nicht, kann ich auch noch nicht zeigen. Die Menschen zeige ich euch jetzt aber. Die spielen wir jetzt mal probeweise und das seht ihr jetzt auch, das Spiel findet ausschließlich auf Zufallskarten statt. Also Szenarienkarten, die fein gebaut wären mit einem Editor, die gibt es hier nicht. Bei diesen Zufallskarten kann man aber viele unterschiedliche Dinge einstellen. Das fängt damit an mit dem Typ der Galaxie, den man hier besiedelt. Hier kann man beispielsweise verschiedene Größen einstellen, auch da ist vieles noch ausgegraut. Man kann auch verschiedene Typen einstellen, Spiralnebel beispielsweise oder Cluster, also Kugeln. Man kann auch sagen, ach, ich lasse mich überraschen, ich mache das rein zufällig, ist auch eine Möglichkeit. Bei den Optionen der Galaxie kann man auch unglaublich viel einstellen. Man kann die Häufigkeit einstellen, mit der Planeten erscheinen. Das sind die, die man halt besiedeln kann, mit den Menschen beispielsweise. Kann man die verschiedenen Häufigkeitsstufen einstellen. Man kann dabei dann noch feiner einstellen, wie viele von denen überhaupt besiedelt werden können, denn das können auch nicht alle. Die Häufigkeit der Sternensysteme kann man auch einstellen. Das sind die, um die die Planeten halt herumkreisen. Und vieles andere. Also wie viele Asteroiden es geben soll, wie viele schwarze Löcher, wie viel Sternennebel, wie viele Ressourcen es gibt. Das sind die, die man dann abbauen und nutzen kann. Antimaterie beispielsweise kann man alles ganz nach Wunsch sich so einstellen und erhöht sich ja den Wiederspielwert sehr positiv. Anomalien, das sind
Felder, Geländefelder, wo es etwas Besonderes gibt, was man aufdecken und erforschen kann. Auch da kann man die Häufigkeit einstellen und vieles andere. Und auch hier gilt Coming Soon bei einzelnen Dingen. Und hier ist ganz viel Coming Soon. Das sind die Siegbedingungen. Viele, viele wird es geben. Fünf insgesamt im schließlichen finalen Zustand. Das sind die hier Forschungssieg, Allianzsieg, Einflusssieg und noch weitere, also 5 bis 6 verschiedene Typen, aber es gibt im Augenblick nur einen, es gibt nur den Herrschaftssieg und deshalb sind alle anderen auch ausgegraut. Und bei Game Settings, da kann man auch noch gewisse Schwierigkeitsstufen sicher einstellen, aber auch hier gilt noch Coming Soon und hier ist noch nicht mal der Tooltip verfügbar im Augenblick. Und man kann sich die Gegner einstellen, im Augenblick sind es ja bis zu 3 unterschiedliche KI-Fraktionen, die man dazufügen kann. Man kann auch einzelne wieder entfernen oder hinzufügen. Man kann den Schwierigkeitsgrad auch einstellen. Also wie kampfstark die sind, wie groß die Herausforderungen sind, die einem diese Gegner bieten. Man kann die auch in unterschiedliche Teams einweisen. Also man kann zum Beispiel in einem Zweierteam gegen 2 andere Gegner antreten und so weiter. So, wir starten mal probeweise eine solche Zufallskarte. Und schauen mal, was das Programm uns hier jetzt auswürfelt. Und jetzt gleich etwas, was ich sehr, sehr hübsch finde. Nämlich die Möglichkeiten, sich die Spielwelt hier anzuschauen und auch zu verschieben. Mit der gedrückten linken Maustaste verschiebe ich das gesamte Hexfeldraster, also dieses Sechseckraster. Mit dem Mausrad kann ich rein und wieder rauszoomen und, das finde ich jetzt richtig hübsch, mit gedrücktem Mausrad, also mit der mittleren Maustaste, das ist doch cool, kann ich die gesamte Galaxie bewegen. Da fühlt man sich ein bisschen wie ein Sternengott, der über das gesamte Universum gebietet oder zumindest hier über diese Galaxie. Und jetzt seht ihr auch die unterschiedlichen Spielelemente, die wir eben schon, wo wir die Wahrscheinlichkeiten und die Häufigkeit eben eingestellt hatten, die seht ihr jetzt mal in 3D. Weil wir die Menschen spielen, fangen wir mit der Erde an. Hier ist sie, das ist unser Startplanet. Und wir haben 4 Starteinheiten, mit denen wir beginnen. Das hier ist ein Kolonieschiff. Das hier ist ein Erkundungsschiff. Das hier ist ein Scout, ein anderer Typ von Erkundungsschiff. Und das hier ist eine Schiffswerft. Das ist kein Gebäude, das ist tatsächlich eine Einheit, die aber andere Einheiten erzeugen kann. Sprich, da kann man Schiffe bauen. Und ich zoome mal ein bisschen raus. Hier die gelben Klumpen, das ist unsere Sonne beispielsweise. Hier ist eine andere Sonne von einem benachbarten Sternsystem. Dazwischen gibt es Planeten. In unserem Planet gibt es die, die ihr schon kennt, von den Namen her. Mars und Jupiter und Merkur und Saturn. Sehr, sehr hübsch anzusehen. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen raus. Und wenn ich ganz, ganz weit rauszoome, dann seht ihr, dass die Planeten zu Symbolen werden. Auch die Schiffe, die werden zu strategischen Symbolen. Und die ganze Karte wird quasi zu einer Strategiekarte. Ist für die Übersicht ganz hübsch. Und auch diese Asteroiden hier, die sind nur noch als Symbole erkennbar. Und bei den Planeten, das sind diese Kreise hier, also die dunklen Kreise mit der weißen Umrandung. Da seht ihr auch, ob die bewohnbar sind oder nicht. Die bewohnbaren Planeten, die sind markiert. Hier der Mars zum Beispiel. Und je bewohnbarer, je besser die Planetenklasse ist, desto mehr Kreise gibt es drumherum um diesen Planeten. Der Mars, der ist nur bedingt bewohnbar. Der hat, rechts seht ihr es, eine Planetenklasse von 4. Schauen wir uns nachher an, was das bedeutet. Und da könnten wir jetzt, wenn wir wollten, zum Beispiel hier unser Kolonieschiff hinschicken und diesen Planeten besiedeln. Aber schauen wir uns erstmal an, was es hier sonst noch gibt. Diese Asteroiden hier, das sind im Wesentlichen einfach nur Ausbremsgesteine, die es hier gibt. Also da kann man nicht die verschlucken Bewegungspunkte, wenn man reinzieht und machen die Karte taktisch ein bisschen interessanter. Durch die Sonnen kann man oder durch die Sterne kann man nicht durchfliegen, die muss man halt umkreisen. Und die Planeten, die es halt rund um diese Sterne gibt, die kann man besiedeln, wenn die halt mehr als eine Null-Planetenklasse haben. Also ab Planetenklasse 1 und aufwärts. Und manche von denen haben noch bestimmte Boni. Und dann gibt es auch noch sowas wie hier beispielsweise. Das sind Sachen, die man auflesen kann. Hier Space Junk, also Weltraummüll.
Da kann man hinfahren und den auflesen. Ich schicke mal diesen Scout hin. Schaut mal links in die Anzeige des Schiffes, was die Schiffe für Eigenschaften haben. Die haben erstmal Hitpoints, also Stärkepunkte oder Kampfpunkte. Diese Scouts, die haben natürlich nur sehr, sehr wenig Kampfpunkte. Das sind nur 5. Der Schiffstyp wird ja noch angezeigt. Das ist ein Supportschiff, ein Unterstützungsschiff, also kein echtes Kampfschiff. Und dann steht ja noch die Zahl der Bewegungspunkte. Das sind ja 3. Also ich ziehe mal mit der rechten Maustaste 1, 2. Ihr seht, wie die Bewegungspunkte weniger werden. Und schon war es das. Der kann gar nicht durchziehen bis da hinten. Und die Schiffe und auch die Planeten, die haben eine Reichweite. Ich zoome mal ganz weit raus. Ihr seht hier verschiedene Grenzen hier. Die blauen Grenzen und dann auch diese weiß geriffelte Grenze. Die blaue Grenze, das sind die Kulturgrenzen unserer Planeten. Im Augenblick haben wir nur einen Planeten, nämlich nur die Erde. Das heißt, das ist das Kulturgebiet unseres ersten einzigen Planeten. Und das Weiße wiederum, das weiß geriffelte, das zeigt an, wie weit der Scout fliegen kann. Der muss unterstützt werden. Der hat Lebenserhaltungsmodule an Bord und je mehr er von denen hat, desto weiter kann der sich von unseren Welten entfernt bewegen. Und ich klicke mal auf ein anderes Schiff, nämlich hier auf das Kolonieschiff. Und dann noch hier. Hier seht ihr es bei dem Survive-Ship. Das ist dieser bessere Erkunder. Seht ihr den Unterschied? Der hat eine weitere Grenze. Der kann also weiter fliegen. Und es gibt unterschiedliche Ausformungen des Fog of War. Das hier ist das, was wir im Augenblick aufgedeckt haben und was wir auch einsehen können. Und dann gibt es beispielsweise, ich fliege mal mit dem Kolonieschiff, oder mit dem Survive-Ship, fliege ich mal hier in die Richtung hin. Der kann gleich 5 Wälder weit fliegen. 2, 3, 4. Und schaut mal hier unten. Bei diesem Fog of War, den hatten wir eben mal zwischenzeitlich aufgedeckt, jetzt ist er aber wieder so halb verdeckt. Das ist die 2. Stufe des Fog of War, des Kriegsnebels. Und dann gibt es noch die 3., da waren wir noch nie. Das ist das ganz Dunkle hier halt. Ja, die Schiffswerften, die schauen wir uns später in einem extra Spielstand an. Ich habe da einen fortgeschrittenen Spielstand vorbereitet, was ich euch jetzt aber erstmal zeigen möchte. Das ist das Management in den Sternensystemen. Also was ich euch ja schon gezeigt habe, sind die verschiedenen Dinge hier im All, die man entdecken kann. Oder zumindest einen Teil davon. Es gibt ja beispielsweise auch halt neben dem leeren Raum gibt es Anomalien. Die können von diesen Erkundungsschiffen, diesen Survive-Ships, also von diesen hier, können die, da können die draufziehen und können die dann erforschen und dann gibt es irgendwelche Belohnungen, also Credits beispielsweise, die Währung oder man kann liegen gebliebene alte Schiffe dann in Beschlag nehmen, dann hat man neue Schiffe, mit denen man dann weiterfahren kann oder man kann Technologien gratis bekommen, dadurch, dass man in diesen Anomalien halt irgendwelche besonderen Erkundungen macht. Dann gibt es noch die verschiedenen Dinge hier, wie die Asteroiden beispielsweise oder auch wie Sternennebel oder wie Sternenhaufen, wie die Asteroiden. Die haben unterschiedliche Effekte. Dann gibt es schwarze Löcher. Dann gibt es die Sterne. Es gibt die toten Planeten, wo man gar nichts machen kann, die man auch nicht besiedeln kann. Und es gibt die Planeten, die man halt besiedeln kann. Und es gibt noch die KI-Fraktionen, die Rivalen, die von der künstlichen Intelligenz gesteuert werden und die selber auch über einen eigenen Startplaneten verfügen und selber versuchen, ein Reich aufzubauen. Wie besiedelt man ein Reich? Das ist natürlich unser Ziel hier. Wir wollen größer werden, wir wollen ja den Herrschaftssieg hier erringen. Das ist natürlich im Wesentlichen darüber, dass man halt diese Planeten hier sich managt und das möglichst erfolgreich macht. Ich mache mal einen Doppelklick hier auf die Erde. So sieht die Erde aus. Kennt ihr von unseren echten historischen Landkarten? Historisch deshalb, weil wir ja hier in der Zukunft sind. Das sind ja sicher ganz veraltete Landkarten hier. Aber erstaunlicherweise an den Konturen der Kontinente hat sich wenig geändert. Wenn ihr jetzt natürlich auf einem ganz anderen Planeten startet, weil ihr zum Beispiel ein anderes Volk spielt, dann ist das natürlich nicht die Erde, dann sieht das hier anders aus. Und ihr seht hier unterschiedliche Slots. Es sind hier auf der Erde, ich gehe ja wieder raus, das ist die Sternenklasse Erde hier. Schaut mal hier, 10. Das sind
10 Slots, die man besiedeln kann. Das ist die Planetenklasse. Man hat also 10 Felder, auf denen man Gebäude bauen kann oder Improvements, wie es die heißt, Verbesserungen. Diese 3 stehen zum Start zur Verfügung. Eine Fabrik, ein Forschungslaboratorium und das hier ist ein Konsulat. Das die Fabrik, die verbessert die Produktion. Also man kann auf den Sternen diese Gebäude bauen. Ne? Je mehr man Fabriken hat, desto besser ist das möglich, auch andere Gebäude zu bauen. Desto höher sind die Produktionserträge pro Runde. Die Forschungserträge werden gesteigert durch das Laboratorium und durch dieses Basisforschungsgebäude und das Konsulat, das hilft, den Einfluss zu vergrößern. Das sind halt diese Kulturgrenzen, die im Gegensatz zu anderen Spielen beispielsweise erweitern sich die Kulturgrenzen ganz von alleine. Aber je höher der Einfluss ist oder je mehr von diesen Kulturgebäuden man baut, desto schneller erweitern sich diese Kulturgrenzen. Und das ist zum Beispiel deshalb ganz wichtig, weil es dadurch halt einfacher wird, auch mit seinen Schiffen weiter zu fliegen. Und außerdem stoßen ja irgendwann auch die eigenen Kulturgrenzen gegen die Kulturgrenzen anderer Rivalen. Und da ist auch dieser Einflusswert ganz wichtig. Also je stärker der eigene Einflusswert ist, desto eher kann man auch mal die Kulturgrenzen der Rivalen und deren Planeten zurückdrängen. Aber nochmal zurück zu diesem Planeten, zum Planeten Erde. Links kann man auch hier über dieses Interface hier rein, indem man hier auf Manage klickt. Das ist hier dasselbe Feld. Es gibt 3 zentrale Dinge, die man hier erzeugt auf dem Planeten. Und zwar die Produktion, die Forschung und der Wohlstand. Das sind die wichtigsten Werte. Es kommt also auch noch dazu, die Kulturgrenzen, die habe ich euch eben gezeigt, also dieser Einflusswert, aber das sind eigentlich die 3 zentralen. Und wie die erzeugt werden, in welchem Verhältnis zueinander, das regelt man hierüber. Schaut mal links unten, Govern Planet. Klickt darauf und ihr seht ja diese 3 Pole wiederum. Das grüne hier ist der Wohlstand oder die Credits, die man pro Runde erwirtschaftet. Das blaue, das ist die Forschung. Und das rot-orangene, dieser Hammer, das ist die Produktion. Und schaut mal hier, über dieses Icon hier kann man hier das Verhältnis zwischen diesen 3 Polen variieren. Man kann zum Beispiel sagen, man möchte mehr Forschung haben, man möchte mehr Credits erzeugen oder man möchte mehr Produktion erzeugen. Wenn ich beispielsweise hier hingehe, dann würden halt gleichermaßen Produktion und Forschung erzeugt und vom Wohlstand ein bisschen weniger und so weiter. Man kann das natürlich auch total maximieren und nur Forschung erzeugen. Ist natürlich auch möglich. Und dann kann man noch innerhalb der Produktion, gibt es hier noch diesen zweiten Schieberegler. Schaut mal hier. Da kann man nach links und nach rechts verschieben und das Verhältnis beeinflussen, wie viel von der Produktion entweder nach links reingehen soll in die Produktion von Gebäuden oder von Projekten auf dem Planeten selber oder wenn man nach rechts den Regler verschiebt, wie viel Produktion reingehen soll in eine Schiffswerft, die von diesem Planeten unterstützt wird. Also Schiffswerften werden von Planeten unterstützt und hier kann man dann einstellen, wie viel der Produktion dann da reingehen soll, damit dort halt schneller Einheiten erzeugt werden. Man kann es aber auch sich ganz einfach machen und hier einfach klicken, schaut mal hier, auf diese Einstellung hier, da kann man so einen Haken setzen, da kann man dann bestimmen, Use Civilization Production Levels und dann wird die weltweite oder die galaxieweite Einstellung übernommen. Denn das gibt es auch noch, zeige ich euch mal woanders. Schaut mal hier ganz links oben, Govern. Da hat man dasselbe nochmal, aber da hat man das halt zivilisationsweit. Und wenn man zu faul ist, ein komplettes Micromanagement für jeden einzelnen Planeten einzurichten, dann macht man hier einfach eine Sammeleinstellung. Oder man kann das auch kombinieren. Man kann hier eine Sammeleinstellung machen für die meisten Planeten und dann beispielsweise Planeten, die hochgradig spezialisiert sind, denen dann halt sagen, hey, erzeugt doch nur Forschung. Oder Planeten, die neu gegründet sind, den kann man dann zum Beispiel sagen, erzeugt nur Produktion und erzeugt vielleicht auch nur Produktion bei den Gebäuden, damit möglichst schnell die ersten Gebäude hier erzeugt werden. Ein bisschen muss man allerdings auch auf die anderen Werte hier noch achten. Ich gehe nochmal mit einem Doppelklick herein. Ich zeige euch die mal. Das hier ist der Influence-Wert, halt der Einflusswert. Das hier ist die Planetenklasse, die ist immer fix. Also das ist halt Planetenklasse 10. 10 Gebäude können hier gebaut werden.
Population, das ist die derzeitige Bevölkerung, die beträgt halt 10. Also nicht 10 Menschen, aber 10, was weiß ich, 10 Millionen oder 10 Milliarden oder was auch immer. Das ist halt ein abstrakter Wert hier. Jetzt wird's ein bisschen kompliziert, weil jetzt müsst ihr ein bisschen von den üblichen Denkgewohnheiten abkommen. Es gibt ja noch einen Food-Wert, einen Nahrungswert. Und der bestimmt hier nicht etwa, wie schnell die Bevölkerung wächst, sondern das Limit, bis das es wachsen kann. Die Planeten können nämlich nicht Nahrung untereinander austauschen, sondern die sind darauf angewiesen, dass sie Selbstversorger sind. Und wenn hier steht 15 MT, dann heißt das, die Bevölkerung auf dem Planeten kann nicht über 15 wachsen. Das ist also das Limit dafür. Das kann man allerdings erhöhen, indem man später im Spiel, ist jetzt noch nicht freigeschaltet, Farmen baut. Und die kann man dann hinsetzen auf Geländefelder und am besten noch auf Geländefelder, die das besonders unterstützen. Es gibt also manchmal so bestimmte Boni noch bei den Geländefeldern. Schaut mal hier beispielsweise hin, schaut mal hier. Hier gibt es ein besonderes Geländemerkmal. Wenn man hier ein Gebäude baut, das besonders gut für die Forschung ist, also ein Forschungsgebäude wie ein Laboratorium beispielsweise, dann wird dessen besonderer Einfluss auf die planetenweite Erzeugung von Forschungspunkten ja nochmal erhöht, um +2. Und wenn man hier ein Gebäude baut wie eine Fabrik, die Produktion erzeugt, dann gibt es auch einen Bonus. Der ist nicht ganz so groß wie ein Forschungsbonus, aber immerhin auch einer. Hier ist es ähnlich, hier wird ein Bonus gegeben auf den Wohlstand beispielsweise. Ja, und so weiter halt. Ja. Und dann ist es auch noch so, wenn man hier ein Gebäude baut, also ich mache mal hier einen Doppelklick auf Basis Factory, dann wird hier eine Fabrik erzeugt oder gebaut und die erhöht also nur die Produktion. Das ist nur ein Bonus, der dadurch erzeugt wird. Also es wird auch ohne eine einzige Fabrik hier bereits Produktion erzeugt, vorausgesetzt man hat das hier auch entsprechend eingestellt. Also bei diesem neutralen Wert in der Mitte wird hier 7 an Produktion erzeugt pro Runde. Und diese Fabrik hier, die wird dann nochmal um 25% das erhöhen, also diese Produktion, die hier erzeugt wird. Kostet auch Unterhalt, kostet 0,5 Credits pro Runde. Und es dauert, das seht ihr da ganz oben, 26 Produktion, bis diese Fabrik fertiggestellt ist. Und schaut mal ganz unten bei dem Fenster, ganz, ganz unten, da steht +1 Level to Manufacturing. Das heißt, das betrifft benachbarte Geländefelder. Das heißt, wenn ich auch hier noch eine zweite Fabrik hinstelle, dann unterstützen sie sich gegenseitig. Also die wird dafür sorgen, dass diese hier noch ein Level stärker ist, um ein Level erhöht ist und noch mehr die Produktion steigert. Und die macht das umgekehrt auch bei der. Und wenn ich hier beispielsweise noch eine Fabrik hinsetze, die seht ihr hier unten, die erscheinen jetzt hier in dieser Bauschlange, dann werden die sich gegenseitig unterstützen. Und wie diese Geländefelder hier verteilt sind, das ist auf jedem Planeten anders. Manchmal ist das ganz unglücklich. Dann ist hier ein einzelnes Feld und da ein anderes und dann können die gar nicht unterschiedlich sich gegenseitig unterstützen. Manchmal hat man aber auch Glück und die klumpen hier zusammen und dann kann man hier riesige Areale, hochspezialisierte Areale zusammenstellen. Das ist natürlich was Feines. Also Food, das bestimmt das Limit der Bevölkerung. Und hier steht dann, wie viel insgesamt dieser Planet an Unterhalt kostet, also alle Gebäude, die im Augenblick errichtet sind. Und das ist auch ein ganz wichtiger Wert, Approval, also die Haltung der Bevölkerung. Um es ganz einfach zu sagen, je überbevölkerter ein Planet ist, je mehr sich die Menschen dort drängeln, desto unglücklicher sind sie auch. Anderer Faktor, der eine Rolle spielt, ist der Wohlstand. Also wenn man hier beispielsweise bei Government wirklich alles hier reinklotzt in die Forschung und in die Produktion, dann wird hier ein gewaltiges Minus erzeugt beim Wohlstand und auch das verringert hier gewaltig die Haltung der Bevölkerung. Was ein bisschen unglücklich noch ist bei der jetzigen Version, dieser Beta-Version, das wird nicht immer 1:1 in Echtzeit übernommen. Also man macht irgendwelche Änderungen hier im Government-Bildschirm und da muss man manchmal erstmal rausgehen und wieder reingehen auf den Planeten, bis hier dann die richtigen Werte stehen. Und dann haben bestimmte Planeten auch noch Boni. Also das hier ist die Hauptstadt beispielsweise, die erzeugt dann diverse Boni. Manchmal gibt es auch Wüstenplaneten beispielsweise oder Planeten, die andere Anomalien haben. Und die erzeugen dann auch noch bestimmte Boni, meistens Boni, manchmal auch Mali,
zum Beispiel auf die Produktion dort. Und dann gibt es noch Projekte, das sind in der Regel keine materiellen Gebäude, sondern da kann man zum Beispiel einstellen, dass insgesamt einfach die Forschung hier ein bisschen erhöht wird. Stellt man üblicherweise dann ein, wenn man akut kein weiteres Gebäude hier einsetzen möchte, weil zum Beispiel alle Gebäudeslots belegt sind. Und Schiffswerften kann man hier auch bauen. Neue Schiffswerften, die dann außerhalb des Planeten platziert werden. Okay. Jetzt schauen wir uns aber auch mal hier diese Schiffswerft mal an. Aber ich glaube, dafür gehe ich jetzt schon mal ein Planet weiter, oder? Na, ich mache noch eine Sache, einen Spielstand weiter. Ich mache noch eine Sache hier. Ich zeige euch nochmal, was hier eigentlich passiert, wenn man einen Planeten besiedelt. Das ist dieses Kolonieschiff. Das hat 5 Bewegungspunkte. Das reicht locker aus, um hier den Mars mal zu kolonisieren. Lohnt sich kaum, aber ist ja hier nur eine Demo. Ein Demo-Video, das ich euch zeige. Man könnte den Namen noch ändern, aber Mars ist eigentlich vollkommen okay. Klicke auf Yes und das hat man immer, wenn man einen neuen Planeten besiedelt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es wird einem eine Entscheidung abverlangt. Meistens, oder es ist eigentlich so, dass einem da immer 3 Entscheidungsalternativen geboten werden. Es gibt eine kleine Hintergrundgeschichte, die erzählt etwas über die Besonderheit des Planeten und über die besondere moralische Herausforderung, auf die die Kolonisten stoßen bei der Besiedlung dieses Planeten. Und je nachdem, für welche diese 3 Alternativen man sich entscheidet, die einem hier angeboten werden, hat dieser Planet bestimmte Boni oder Mali. Und, damit gekoppelt noch, erwirbt man Punkte in einer Weltanschauung. Oder, na, Weltanschauung ist vielleicht nicht das Richtige. Sagen wir mal, in der Haltung, die man hat. Ob man eher, ganz platt gesagt, zu den Guten gehört, zu den Bösen oder zu den Pragmatikern. Letzteres finde ich besonders witzig. Also die guten Menschen, das sind die hier beispielsweise die erste Antwortalternative, das hier sind die, da gibt es hier noch die Pragmatiker und das hier ist noch eine Sondersache, Merciless. Hier steht also in der Regel bösartig als dritte Alternative und je nachdem gibt es bestimmte Boni, hier kann man zum Beispiel fördern, bei dieser Geschichte, die hier erzählt wird, dass der Planet als Forschungsplanet besonders geeignet wäre oder dass er für den Tourismus gut wäre und so weiter. Und hier gilt es immer, eine Entscheidung zu treffen. Und welche ihr trefft, das ist wirklich, da kommt man teilweise ganz schön ins Grübeln, weil es gibt halt verschiedene Dinge, die man abwägen muss. Zum Beispiel, was habe ich eigentlich vor mit dem Planeten? Welche Planetenklasse hat er? Was kann der mal leisten? Hat er zum Beispiel einen Bonus, der massiv gut ist für die Forschung? Falls ja, will ich dann hier wirklich einen Forschungsplaneten bauen und will ich vielleicht deshalb hier diesen Forschungsbonus noch drauf satteln? Andererseits, wenn hier eine Ideologie, wenn ich hier Ideologiepunkte bekomme in eine Richtung, in die ich mich gerade gar nicht entwickeln möchte, nehme ich dann trotzdem diese Entscheidungsalternative oder eine andere? Oder was man auch machen kann, man kann natürlich auch Atmosphäre spielen. Also nicht nur das nicht klug und kühl durchkalkulieren, wie habe ich den größten Spielfortschritt, sondern man kann menschlich spielen. Wie, wofür schlägt mein Herz? Fürs Gute, fürs Böse, fürs Pragmatische oder für welche diese Geschichten hier? Oft trifft man zum Beispiel auf eine Spezies, die diesen Planeten schon besiedelt. Und dann ist die Frage, unterdrücke ich die, beschränke ich deren Lebensraum, sperre ich die in Reservate ein? Das sind schon teilweise recht hübsche Hintergrundgeschichten, die hier erzählt werden. Und hier ist dann, ne, hier habt ihr dann die Möglichkeit, wie sonst, wie auch hier bekannt, auch die Gebäude einzustellen und über Government den Gouverneur einzustellen und so weiter. Und das alles hat Einfluss halt hier drauf auf die Ideologie, aber das zeige ich euch jetzt vielleicht wirklich beim anderen Spielstand. Ich gehe mal ins Hauptmenü. Das mache ich ganz simpel über die Escape-Taste und wechsle jetzt mal, oder muss ich noch nicht mal, lade hier mal meinen Spielstand, gehe in den rein und zeige euch den mal, den ich da vorbereitet habe. Der ist jetzt noch nicht so unglaublich weit fortgespielt, aber ein bisschen mehr sieht man schon mal. Es gibt jetzt hier wieder, finde ich jedes Mal total schick, wenn ich einen Spielstand lade und erstmal die ganze Welt kippen kann, dann fühle ich mich wirklich wie ein Beherrscher des Universums. 4 Planeten sind es mittlerweile, die ich habe. Hier die Erde und ich spiele wieder die Menschen, Delta City 1 und Delta City 2 und ein bisschen weiter weg noch diesen Planeten hier hinten, den ich zu einem Forschungsplaneten umbaue.
und oder Ausbau. Und ich gehe mal hier in den Ideologiebildschirm rein und hier seht ihr das. Hier sind die drei verschiedenen Ideologien. Das ist ein bisschen ungünstig noch von der Navigation. Also man kann leider nicht mit der Maus das hier hin und her ziehen, sondern man muss immer in eines dieser Dinge hier reinklicken, eines dieser Symbole, und dann wechselt das von links nach rechts. Das hier ist der böse Zweig. Das hier ist der gute. Hier ist der in der Mitte. Ich habe zwischendurch mal bei der ersten oder bei einer Besiedlung, die ich hatte, mich für den pragmatischen Weg entschieden, habe da Punkte bekommen dafür, habe dadurch diese Boni hier freigeschaltet, also Forschungsbonus und Handelsbonus beispielsweise. Und hier links seht ihr die Punkte, die ich angesammelt habe. Ja, man kann auch splitten. Ich habe mittlerweile auch mal Punkte angesammelt hier für das Gutmenschentum, weil ich halt auch ganz gerne diese Boni hier mal mitnehmen würde. Liegt an euch, also ob ihr euch spezialisiert oder ob ihr vielleicht zu zwei Dritteln den einen Baum erforscht, zu einem Drittel den anderen, ist eine Frage eures Spielstiles. Und das ist eine wichtige Entscheidung, weil je weiter man runtergeht, desto mächtiger werden diese Boni, und die sind teilweise richtig, richtig heftig. Gerade hier im militärischen Bereich, was da teilweise steht an Bösartigkeiten, die man beschreiten kann, oder was man für gewaltige Einheitentypen man hier freischalten kann, das ist schon wirklich heftig. Oder hier Sabotage, was ja alles möglich ist, ist schon beeindruckend. Was ich euch aber unbedingt noch zeigen wollte ist, ganz genau, das ist der Schiffsdesigner, genau, den gibt es, Einheitenbaukasten. Das ist etwas, von dem wir alle träumen, oft, ne? Also ich träume davon, ich liebe Einheitenbaukästen, wie es sie bei Alpha Centauri beispielsweise gab oder wie es sie auch bei manch anderen Spielen gibt, wo man bei Pandora First Contact ja beispielsweise auch, wo man aus vier unterschiedlichen Slots oder Schubladen halt sich Einheiten zusammenbauen kann. Dieser Schiffsdesigner, der es hier gibt, geht nur einen mächtigen Schritt weiter. Das ist fast schon ein Spiel im Spiel, ein extra Tool. Bevor ich den aber aufrufe, kann ich hier aufrufen mit Klick auf Designer, zeige ich euch erstmal, wo man die Schiffe errichtet. Hier in dieser Schiffswerft, und schaut mal hier auf diese blauen Striche, die hier dahin führen. Ich lasse diese Schiffswerft unterstützen von drei unterschiedlichen Planeten. Das ist möglich, genau. Man kann selbst einstellen, von welchen Planeten aus man eine Schiffswerft unterstützt. Man kann die von einem, von dreien unterstützen. Das muss auch gar nicht unbedingt der Planet sein, auf dem man die Schiffswerft gebaut hat und auf dem man die dann ins All geschickt hat. Man kann die Schiffswerft übrigens auch bewegen. Man kann hier, schaut mal hier links, auf Unanchor klicken, also Verankerung lösen, und kann die dann sehr, sehr langsam, ein Feld pro Runde, irgendwo anders hin bewegen. Und ja, okay, jetzt mache ich es aber doch mal. Doppelklick hier drauf oder Klick auf Designer, dann wird der Designer aufgerufen. Oder auf Manage klicken. Das ist er, der Schiffsdesigner. Diesen Schiffstyp entwickle ich hier im Augenblick. Und die Schiffe haben auch hier verschiedene Werte. Hier links seht ihr die, also ein Unterhalt, Trefferpunkte, Bewegungspunkte, Schiffsreichweite, wie weit die fliegen können, wie weit die gucken können. Das sind die Sensoren. Und bestimmte extra Boni noch. Das hier, schaut mal, die blau, gelb, rot, das sind die Waffensysteme. Kolonieschiffe natürlich gar kein Waffensystem. Das sind das gelbe, das sind die Raketen, die man verschießen kann. Das rote, das sind die Projektile, die man verschießen kann. Also die Patronen beispielsweise. Und das gelbe, das sind Laserattacken. Also die Pui Pui. Die Strahlenkanonen. Und zu jedem gibt es dann nochmal eine Defensive, die dazu passt. Also Schilder zu den Lasern beispielsweise, zu den Raketen, Rüstung bei den kinetischen Waffen halt. Es ist nicht unbedingt dieses Stein-Papier-Schere-Prinzip. Also es ist nicht so, dass der eine Angriffstyp jetzt von einem anderen gekontert werden könnte. Das ist hier nicht verankert. Aber man kann hier schon verschiedene Angriffsmöglichkeiten, also die Schiffe schon spezialisieren halt, sowohl defensiv als auch offensiv. Und hier links seht ihr, das finde ich auch ganz nett, zwei verschiedene Kolonieschiffe. Da waren eigentlich anfangs nur ein Kolonieschiff, aber ja, das Spiel merkt sich meine eigenen Erfindungen. Ich habe mal zwischenzeitlich selber mal ein Schiff entwickelt, ein Kolonieschiff, das für meine Zwecke in dieser Partie gut
zugeschnitten war. Ich wollte nämlich innerhalb meines Sternensystems ein Kolonieschiff bauen, was wirklich nur wenig Bewegungspunkte hat, weil ich wusste, der Planet, den ich besiedeln will, der ist nur ein paar Meter weg oder ein paar Lichtjahre weg oder was auch immer. Da habe ich halt nur so ein ganz langsames Schiff gebaut, das aber auch schnell fertig ist. Und das Spiel merkt sich das und das taucht ja wieder als Auswahl auf. Jetzt aber, lange versprochen, gehen wir mal in den Schiffsdesigner. Und hier im Schiffsdesigner gibt es wirklich unglaublich viele Möglichkeiten, Zeit zu verplempern. Und auch Möglichkeiten, natürlich die Schiffe einzurichten, schön zu machen, zu tunen, für seine Zwecke so herzurichten, dass sie wirklich hübsch aussehen und eventuell auch nützlich sind. Testweise einmal. Diesen Scout nehme ich hier. Klicke auf Use Design, dann wird er als Grundlage genommen für ein eigenes Design. Und dann hier unter Equip und Design Mode. Das sind die beiden Möglichkeiten links oben. Die beiden großen Möglichkeiten, wo man hier tätig werden kann. Und bei Equipment gibt es wieder verschiedene Dinge, die man hier, verschiedene Module, die man hier hinzufügen kann. In dieser frühen Spielphase gibt es nur einen Antrieb, den man hat. Das ist dieser hier, Hyperdrive. Wenn ich hier beispielsweise einen irgendwo da, wo so ein roter Punkt ist, noch hinzufüge, dann haben wir dann noch einen weiteren Antrieb dazu genommen. Die kann ich übrigens auch verändern. Die kann ich hier beispielsweise auch kleiner und größer machen. Hat keinen Einfluss darauf, wie teuer die werden. Ist wirklich eine rein, oder wie nützlich die sind, das ist wirklich eine rein kosmetische Angelegenheit. Ich kann die drehen, beispielsweise auch in alle möglichen Richtungen. Kann man wirklich viel, viel Zeit mit verbringen. Und dann gibt es hier noch die Waffen, habe ich im Augenblick keine freigeforscht, und Verteidigungsmöglichkeiten. Life Support, das sind die Module, mit denen man die Reichweite der Schiffe vergrößert. Sensoren, wie weit die gucken können. Koloniemodule, damit kann man daraus ein Kolonieschiff machen, oder Constructor-Modul, damit kann man daraus ein Schiff machen, das Sternenbasen errichten kann. Und wenn ich hier drauf klicke auf Design Mode, dann kommt das, was hier richtig, richtig Spielerei ist. Man kann ja nämlich wirklich Dinge dazufügen, einfach nur so, just for fun, ohne dass es irgendwas bringt. Wenn ich bei Hulls, bei Hüllen auf irgendwas drauf klicke, zum Beispiel hier auf diesen Borg-ähnlichen Ding hier, dann werde ich gewarnt. Wenn ich das benutze, wird alles erstmal zerstört, was ich bislang hatte, dann werde ich von Null auf neu machen, neu anfangen. Ich kann aber auch nur so Kleinigkeiten hier verändern. Zum Beispiel unglaublich viele Schiffsteile noch irgendwie dazufügen und irgendwo ranmachen. Was natürlich hier in dem Fall also mäßig sinnvoll ist und was die hübschesten Ergebnisse zeitigen kann. Da ist der Fantasie wirklich, sind da keinerlei Grenzen gesetzt. Ganz schnell wieder raus, bevor das hier zu lang wird. Ganz, ganz schnell. Und weg. Also hier kann man die Schiffe seiner Wahl zusammensetzen und dann hier auch erzeugen und bauen. Und welche Typen von Schiffen, mit welchen Modulen und welchen Komponenten man überhaupt bauen kann, das hängt genau vom technischen Fortschritt ab. Hier Technology, der Tech-Baum, den gibt es in zwei Varianten, wird der angezeigt. Das ist die erste Variante, die ich persönlich ein bisschen unübersichtlicher finde. Es gibt vier verschiedene Bereiche. Colonization, Engineering, Warfare und Governance. In den vier Bereichen kann man forschen. Und hier kann man zwischen zwei unterschiedlichen Technologien wählen. Hier könnte man gleich zwischen dreien wählen und so weiter. Und Governance, das verbessert halt den Handel beispielsweise, die Diplomatie mit anderen Reichen. Hier kann man seine Schiffe stärker machen. Engineering, da kann man neue Schiffstypen beispielsweise freischalten. Und Colonization, da kann man die zivile Wirtschaft auf dem Planeten, die Gebäude, die Forschungsgebäude und so weiter verbessern, neue Gebäudetypen freischalten. Und rechts wird immer angezeigt, was man damit, was man damit gewinnt mit dieser neuen Technologie. Also was man dadurch freischaltet, welchen Bonus und zu welchen anderen neuen Technologien dann diese Technologie führen würde. Ein bisschen übersichtlicher ist das meines Erachtens hier. Da gibt es auch diese vier Reiter im Tech Tree und dann kann man so ein bisschen gucken, auch was wohin führt. Ganz wichtig, seht ihr hier unten, es gibt drei Zeitalter, drei technologische Zeitalter. Das Zeitalter der Expansion, der Kriegsführung. Und hier noch Age of Ascension. Schauen wir uns mal hier noch. Ach, das wollte ich gar nicht. Aber so, hier, das sind die drei. Und das ist halt so, wenn man
Beispielsweise, bevor man in das Zeitalter der Kriegsführung reingekommen ist, kann man fremde Planeten gar nicht erobern. Ist nicht möglich. Man hat nicht die Technologie und nicht die Möglichkeit, um Soldaten runterzuschicken auf die Oberfläche dieser Planeten und die gewaltsam halt zu erobern. Geht nicht. Es sei denn, man gehört zum Volk der Drengen. Das ist diese militärische Rasse, die kann das ein bisschen früher. Hab ich gehört, gerüchteweise, ist mir Gott sei Dank im Spiel noch nicht erlebt, dass ich von denen platt gemacht worden wäre. Wie dauert das? Wie passiert das, dass man ein solches Zeitalter freischaltet? Man muss immer von den Technologien des vorangegangenen Zeitalters ungefähr die Hälfte freischalten. Also irgendwelche 50% von denen. Wenn ihr hier zum Beispiel schaut bei Colonization, seht ihr hier diese Grenze. Hier wird es gelb, also hier beginnt das mittlere Zeitalter, hier beginnt das dritte Zeitalter. Dann kann man in etwa gucken, wie viel man hier freischalten muss, damit das klappt. Und was habe ich euch noch nicht gezeigt? Die Sternenbasen beispielsweise. Also man kann mit Constructor-Schiffen, mit Bauschiffen, kann man Sternenbasen bauen. Da gibt es vier mögliche Typen von Sternenbasen. Es gibt ökonomische Sternenbasen. Wenn man die in der Nähe seiner Planeten platziert, dann wird doch die Produktion verbessert. Also die Sternenbasen, die haben auch eine Einflusszone, so wie die Planeten auch. Und alle Planeten, die innerhalb der Einflusszone sind, dieser Sternenbasis, da wird dann die Produktion verbessert. Andere Möglichkeit, man kann Minensternenbasen machen. Zum Beispiel hier, schaut mal, das ist eine strategische Ressource hier, dieses Durantium. Wenn man da in der Nähe eine Mining Starbase baut, dann kann man diese Ressource da abbauen. Andere Möglichkeit, es gibt Militärsternenbasen. Alle Flotten, die innerhalb der Reichweite oder des Einzugsgebietes dieser militärischen Sternenbasis ist, die hat dann verbesserte Fähigkeiten. Und dann gibt es noch kulturelle Sternenbasen, die helfen, den Einflussradius, also die Kulturgrenzen auszudehnen der Planeten. Das sind die vier Typen. Ja, und ansonsten sind wir ja fast durch. Hier könnte es die Möglichkeit geben, in diplomatische Verhandlungen zu treten mit den anderen. Aber schaut mal hier, alles ausgegraut. Coming soon, coming soon. Noch nicht möglich, irgendwelche Verträge abzuschließen. Statistiken oder United Planets gibt's alles erst später. Und das ist auch der Grund dafür, warum ich jetzt es bei diesem Video hier belasse und noch kein Let's Play mache, weil ich warte auf die nächste Beta-Version, auf das nächste große Beta-Update. Dann soll vieles dazukommen. Grundsätzlich, was fehlt alles noch? Was fehlt noch, damit aus der Beta-Version die fertige Version kommt? Was planen die Entwickler noch? Sie planen die Diplomatie. Sie planen halt diese Optionen, die es hier noch gibt, freizuschalten. Sie planen dieses Gebäude oder diese Einrichtung hier, United Planets, vielleicht vergleichbar mit den Vereinten Nationen auf der Erde. Dann kann man beispielsweise mit den anderen Fraktionen Verhandlungen treffen, dass man kann die anderen vielleicht dazu bringen, dass sie einem gegen einen Feind, also gegen jemand, mit dem man selber nicht gut Kirschen essen kann, ein Embargo verhängen, dass man mit denen nicht handeln kann. Oder man kann den galaktischen Tourismus vorantreiben und viele andere Sachen machen. Dann kann man diese Abkommen halt hier treffen. Handelsabkommen fehlen mir noch, auf die freue ich mich. Und was es noch gar nicht gibt, gibt noch keine Minoritäten. Es gibt ja bislang diese 4 von 8 großen Zivilisationen und es sollen noch kleinste Zivilisationen geben, mit denen man auch so ein bisschen kleinere Verträge abschließen kann, mit denen man Handel, Diplomatie betreiben kann, militärische Dinge abmachen kann und so weiter. Dann fehlen noch die 4 weiteren großen Völker, die noch dazukommen sollen. Und dann fehlt beispielsweise auch noch ein Schlachtenbegucker, ein Combat Viewer, wie es die Entwickler nennen. Denn im Augenblick ist das so, wenn ich ein fremdes Raumschiff angreife, dann mache ich da einfach nur einen Rechtsklick drauf in meinem Schiff und dann laufen irgendwelche Berechnungen ab und ich höre vielleicht ein nettes Geräusch und habe einen kleinen Effekt zu gucken und dann habe ich einen Kampf gewonnen und das war's auch schon. Und mit diesem Combat Viewer, den es geben wird, dann wird es so eine Art taktische Schlachtkarte geben. Ich habe die noch nicht gesehen, aber so stelle ich mir das vor. Allerdings wirklich nur ein Viewer. Man kann also dann nicht so wie bei
was weiß ich, wie bei der Total War-Reihe beispielsweise, dann selber dann sein Raumschiff hin und her bewegen, sondern man kann nur hübsch in 3D animiert zugucken, wie die eigenen Schiffe ihre Spezialfähigkeiten ausleben, immerhin etwas. Und was es auch noch geben soll in der fertigen Version, Zufallsevents, darauf freue ich mich, Zufallsereignisse, die dann auch nochmal ein bisschen, gerade in fortgeschrittenen Partien, noch ein bisschen Abwechslung reinbringt in die Partien. Und dann fallen die Würfel vielleicht nochmal ein bisschen anders und der sichere Sieger hat womöglich dann vielleicht auch mal die Arschkarte gezogen. Das wäre mein Wunsch. So ein bisschen Abwechslung dann noch, da freue ich mich auch drauf. Ja, das alles gibt's noch irgendwann bei Galactic Civilizations und garantiert auch bei mir zu sehen auf meinem YouTube-Kanal und ich freue mich schon darauf, das Spiel in einem solchen Stadium zu bekommen, dass ich sagen kann, liebe Zuschauer, hier, bitte sehr, mein erstes Let's Play mit Galactic Civilizations 3.